Leichtigkeit trotz Kopfkino. Wie du es schaffst, diese Was-wäre-wenn-Gedanken auszuschalten. Kennst du das, dass du etwas tun musst, erledigen musst, jemanden anrufen sollst, eine E-Mail schreiben sollst, bei jemandem vorbeigehen möchtest, etwas tun möchtest, was dir sehr unangenehm ist und du erledigst es nie, denn plötzlich machen sich in deinem Kopf diese Was wäre, wenn Fragen breit? Was wäre, wenn er mich nie mehr liebt? Was wäre, wenn sie Nein sagt? Was wäre, wenn er oder sie schreit, mich schlägt? Was wäre, wenn? Und das Problem dabei ist, dass diese Gedanken reine Projektionen sind. Sie haben mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Und noch schlimmer, sie verhindern, dass wir überhaupt in die Gänge kommen, dass wir überhaupt die Dinge anpacken. Und wenn du eine von den Menschen bist, der jetzt die Nase voll hat, der aufhören möchte, immer nur nichts zu tun, weil er Angst vor etwas hat, sondern wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, wie kann ich diese Projektion stoppen? Wie komme ich endlich ins Tun? Dann kann ich dir helfen. Mein Name ist Hans-Martin Beck. Ich bin spiritueller Lehrer, Trainer, Gefühlsmensch und ich unterrichte die Inka-Methode. Eine alte Weisheitslehre, die dir fast unbekannte, aber mentale Techniken vermittelt, mit denen du innerhalb von Sekunden deinen Blick auf die Realität und dein Gefühl komplett verändern kannst. Dieses Was wäre wenn, diese Projektionen sind am Ende so hinderlich, weil sie dir suggerieren, dass du etwas nicht kannst und dass was ganz Schlimmes passiert. Natürlich stecken da Ängste dahinter, Ängste oder Sorgen. Die Angst davor, nicht geliebt zu werden, die Sorge, nicht anerkannt zu werden, die Angst, nicht mehr beliebt zu sein, die Angst, nicht mehr, was auch immer, zu bekommen, zu haben, zu sein, zu tun. Du kannst in 2 Schritten diese Angst ablegen. Der erste Schritt besteht darin, erstmal alles abzugeben und loszulassen, was dich hindert, das zu tun, von dem du weißt, dass du es tun solltest. Dass es dir vielleicht sogar gut täte, es zu tun. Du lässt es einfach alles los. Und in dem Moment, wo du es loslässt, erkennst du, wie die Realität wirklich ist und nicht, wie du dachtest, dass sie sein müsste. Im 2. Schritt gehst du nochmal her und lädst dich auf. Du gibst dir die Kraft und damit auch die Ermächtigung, das zu tun, was jetzt getan werden sollte oder sogar muss. Das, was du tun möchtest, weil du weißt, dass es richtig ist. Mit diesen 2 Schritten kannst du innerhalb ganz kurzer Zeit diese Blockade und diesen Art von Stillstand überwinden. Ich kann dir nicht innerhalb von 2 Minuten zeigen, wie es geht, aber ich kann dir nur die Botschaft mit auf den Weg geben, es geht. Denn ich sehe es bei mir und ich sehe es bei all meinen Mentees, all den Teilnehmern und Teilnehmerinnen meines Mentoring-Programms, die das in 99 Tagen durchlaufen haben und denen es heute viel, viel leichter fällt, in diesen Situationen einen Schritt nach vorne zu gehen, über die Projektion hinwegzugehen und dann feststellen, es ist alles nicht so schlimm, wie sie ursprünglich dachten. Ich kann dir einfache Werkzeuge zeigen, um diese Ängste und diese Sorgen aufzulösen, sodass du nach 100 Tagen vielleicht als ganz neuer Mensch ins Leben herausgehst und diesen Herausforderungen beim Schopf anpackst. Wenn dich das interessiert, dann empfehle ich dir, geh mal auf meine Webseite www.inka-world.com und dort findest du die Möglichkeit, mit mir ein kostenloses Gespräch zu buchen. Und dann schauen wir uns beide an, was kann ich dir bieten und ist mein Mentoring-Programm etwas, was für dich in Frage kommt. Danke für deine Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn wir uns demnächst sprechen oder sogar dann live sehen, um dann an deinen Themen zu arbeiten. Danke nochmal, dass du dir das Video angeschaut hast. Mach's gut, bis bald. Ciao. Mein Online-Workshop Willkommen in der Leichtigkeit findet in wenigen Tagen statt. Er ist live, er ist kostenlos
Und ich zeige dir 3 Werkzeuge, die du jederzeit machen kannst, um Leichtigkeit, Lebensfreude, Lebenskraft in dein Leben zu ziehen. Du findest alle Informationen dazu unter www.inka-world.com. Melde dich gleich an und wir sehen uns dann in wenigen Tagen. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao. Tschüss.